Hallo, liebe Leute. Angeln kurz vorm Gewitter soll ja der Bringer sein. Im Hintergrund sieht man schon, da zieht ordentlich was auf. Ich bin mal gespannt, ob wir was kriegen. Der Emon, der Fluss, an dem ich hier angel, ist einer der artenreichsten und saubersten Flüsse in Schweden und sogar in Europa. Es gibt annähernd 30 Fischarten in diesem Fluss. Am meisten ist natürlich der Hecht vertreten und auch der Barsch. Das sind eigentlich die beiden Fische, die man hier am meisten fängt. Aber wir haben auch schon Döbel und ein Wels und ja, alles mögliche andere gefangen. Natürlich Weißfische, auch jede Menge. Knapp vorm Baum. Ich würde mal behaupten, der Karpfen fehlt in dem Gewässer. Kann natürlich sein, an Stellen, wo der Fluss wesentlich breiter ist, dass man da sogar mal einen Karpfen fangen kann. Ja, ich benutze einen ganz kleinen gängigen Spinner in Grün. Unserer Erfahrung nach, Farbe ist eigentlich relativ egal, Rot vielleicht am besten. Aber da hat man gute Chancen. Aber nun stellt sich natürlich die große Frage, was ist besser, angeln vor oder nach einem Gewitter? Ah, da ist der erste. Das wird ein kleiner Barsch sein. Sehr kleiner Barsch, der darf sofort weiterschwimmen. So, die Beute war jetzt noch nicht ganz so doll. Deswegen probiere ich das nochmal nach dem Gewitter. Hechte sind bis ungefähr 1,10 Meter in diesem Fluss gefangen worden und Welse sind bis ungefähr 80 cm in dem Fluss gefangen worden. Die werden wegen der Witterung hier nicht ganz so groß, aber es gibt doch verhältnismäßig viele Welse. Bevor die Stauwerke zur Stromproduktion gebaut wurden, ist der Emon ein typischer Lachs- und Meerforellenfluss gewesen und die Lachse und Meerforellen sind bis Vetlanda hochgezogen, also ungefähr 100 Kilometer ins Landesinnere, also Flusslinie. Man hat Gott sei Dank dem Emon den ursprünglichen Lauf gelassen und da wenig begradigt.
Unser Glück ist, dass in nächster Zeit in Höxby eine Fischtreppe gebaut wird. Das dauert dann natürlich noch lange Zeit, bis die Lachse dann auch weiter nach oben gehen. Aber in Zukunft könnte man das Glück haben und an dieser Stelle sogar Lachse fangen und auch Meerforellen. Weiter unten ist der Fluss für Meerforellen und Lachse verpachtet an Angelverbände. Da kann man sich natürlich eine Karte kaufen, aber das kostet doch einiges an Geld. Die Schweden angeln natürlich auch unheimlich gerne. Nur ist da der große Unterschied, dass die Schweden eigentlich hauptsächlich Catch and Release, wer das Wort nicht kennt, das bedeutet, dass man den Fisch, den man gefangen hat, gleich wieder zu Wasser lässt, was in Deutschland übrigens verboten ist, außer man hat einen wirklich guten Grund dafür, also sprich, dass der Fisch gerade Schonzeit hat oder unter- oder übermaßig ist, je nachdem. In Schweden gibt es natürlich auch Schonzeiten und ja, je nach Region sind Schonzeiten und Maße variabel. Ich habe damals in Nordfriesland die Erfahrung gemacht, dass gerade vor einem Gewitter die Aale sehr gut gebissen haben und auch nach einem Gewitter konnte man gut Aale fangen. Das waren so die Zeiten, also gerade vor einem Gewitter, wo die Aale wirklich total irre wurden und alles genommen haben, was sie kriegen konnten und völlig, ja, auch auf Futtersuche zu Zeiten, wo sie normalerweise gar nicht aktiv sind. Deswegen, das gilt nicht nur bei den Aalen, sondern auch bei allen anderen Raubfischen, dass man vor und nach einem Gewitter wirklich gute Chancen hat, was zu fangen. Mittlerweile ist es leider in Schweden zumindest so, dass Aale und auch Welse geschützt sind. Und da darf man leider gar nichts entnehmen. Also wenn man da was fängt, muss man die gleich wieder zurücklassen. Tja, Leute, ich muss euch enttäuschen. Haufen Mücken, keine Fische, bis auf den kleinen Barsch. Keine Bisse, nichts los. Tote Hose. Es ist eigentlich ziemlich egal, wo man angelt. Man muss die Zeiten und die Gewässer gut kennen. Und es ist überall etwas anders. Kommt auch immer auf den Zielfisch natürlich drauf an. Ich habe ja jetzt auf Raubfisch geangelt und da ist meine Erfahrung, dass es vor einem aufziehenden Gewitter eigentlich die beste Zeit ist. Wir haben auch schon um die Mittagszeit an den heißesten Tagen was gefangen. Man kann also wirklich nicht wirklich sagen, wann es am besten ist. Morgens ist auf jeden Fall immer sehr gut, das kann man generell sagen. Früh morgens losgehen und ja, aber das kommt natürlich auch mal sehr darauf an, wo man ist. In Schweden wird es ja im Sommer um 3 Uhr morgens schon wirklich hell und deswegen kann man das auch nicht pauschalisieren, um welche Uhrzeit man nun am besten losgeht. Aber ich denke mal, ihr habt auch eure Erfahrungen gemacht. Heute habe ich leider nichts gefangen, aber vielleicht wird es nächstes Mal was. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis nächstes Mal. So oft haben wir in Schweden ja kein Gewitter. Aber wenn, dann sollte man das auch wirklich ausnutzen.